Weiterspielen! Yay! Weiterspiele! Hi, wir sind wieder da oder so. Gib mal auf dein Handy, guck mal, ob wir noch Koop haben. Ich bin dabei. Oh. Spins. Stimmt, die haben ja. Ja. Ja, das ist doch alles wunderbar. Ich finde das sehr interessant. Ich bewege den Controller nicht. Ja, dann muss ich ihn nochmal auf eine Ebene-Oberfläche legen, dann hat er sich nicht konfiguriert. Ah, oh, okay. Okay, okay, okay. Alles schön, alles gut, alles wunderbar. Ja. Gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt wieder so einigermaßen konfiguriert sind, würde ich sagen, alles ist klar. Ich komme heute echt nicht darauf, kleine Begrüßung zu starten, kann das sein? Ja. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu... Hier, The World Ends With You. Genau, Let's End With You, wollte ich gerade sagen. Das ist so die Kombination aus Let's Play The World Ends With You. Let's End With You. Auch mal interessanter Spielename. Ja, ja, ich glaube, wir waren gerade dabei, ein Wettrennen mit Rhyme und Beat zu machen. Hey. Wahrscheinlich. Und unsere Truppe hat aber... Und dann sind wir erstmal shoppen gegangen. Ja. Neku, Beat und Rhyme warten auf uns. Gehen wir rüber zu Toba Records. Warum? Er hatte es ja so eilig. Soll er nur warten? Findest du das nicht etwas unfair gegenüber Rhyme? Nö, wieso? Rhyme ist doch Partner von Beat. Es kann uns doch egal sein. Alle gehen, Kreuzung. Hey, Neku, warte mal. Was denn? Wenn ich scanne, sehe ich manchmal dieses komische grüne Symbol. Die Schweinchen? Nee, die waren... Doch, die waren grün. Schweinchen. Ja. Ich frag mich, was das ist. Grünes Symbol? Hab ich platt gemacht. Schweinchen! Hey, du hast recht! Erinnert mich an ein Schwein! Und der Schweineindikator am Handy leuchtet. Ja, sowas hat mein Handy nicht. Doch, ja. doch. Mein Handy hat sowas nicht. Also ich weiß, Leute. Ich habe mein Handy hingelegt und da hat mein Handy. Merkt euch, Leute, Japaner haben Schweineindikatoren auf ihren Handys. Ja, ist eine wunderbare App, kommt standardmäßig mitgeliefert. Oh. Hey, weißt du noch? Die Spezial-Neus. Die, von denen Mr. Hanekoma gesprochen hat. Du meinst die Schweine-Neus? Er hat gesagt, bei den Schweine-Neus findet man immer Pins. Mhm. Also sollen wir gegen sie kämpfen? Kostenloses Zeug. Große Sache. Außerdem werden die Pins, die du trägst, durch die Kämpfe stärker. Also eine Win-Win-Situation. Stimmt's? Stimmt. Gut, abgemacht. Erledigen wir die Schweinchen. Der Schweinindikator des Handys. Hinweis. Grünes Neues. Ja, ja, ja. Haben wir verstanden. Pin wachsen Evolution. Ja, ja. Open up your senses. Kein Schwein. Nein. Nur Frösche, Wölfe und Bären. Focus. Aber irgendwo in dieser Gegend gibt es einen Spaß. Aber erstmal wird wieder trainiert. Genau, vor allem es wird geübt. Gegen Froschchen. We can do this, Neku. Again. Why don't you back up? Here it comes! Yeah! Here it comes!
Ach, wir müssen beide nochmal wieder reinkommen. Was meinst du, warum ich das hier mache? Ist doch immer so gewesen, dass wir immer so ein oder zwei Übungskämpfe hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob einer reicht. Oder zwei, habe ich doch gerade gesagt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob zwei reichen. Oder vier. Ich glaube, so am Ende der Aufnahmesession heute sind wir wieder drin. Alles klar, finde ich auch gut. Reicht doch, oder? Und dann haben wir wieder eine Woche, um rauszukommen. Genau. Oder zwei. Oder drei. Ich vertreib's bei dich. Ja, dieses. Ja, Schweinchen. Das Glücksschwein. We can do this, Neko. Again. Go. Ja. Ja, ich habe ja auch nichts getan. Liebesladung erhalten. Okay. Der kriegen lädt, wir raus. Der lädt die Liebe. Wahrscheinlich hat er schon auch gemeistert. Das hat er nur eine Stufe. Ja. Klasse Engel, Heilungsbonus. Erhöht die Menge an LP, die durch Heilkunst hergestellt wird. Mhm. Ja, habe ich keinen Platz gerade für. Nee. Ich weiß doch nicht, wo der Tova Tower ist. Oh, hi. Lass mich raten. Du wirst uns sagen, wie wir die Barriere aufkriegen. Hallo. Diese Mauer bringt mir 2000 Yen Pins. Die findet ihr bei Noise Number 2. Ich komme ja nachholen, ja, der Noise steht. Ja. Number 2 sind die blauen Frösche. Mhm. Naja, dann Nein, wieder zurück. Ja, dann. Also gehen wir Frösche töten. Ja. Wir sind ja super. Ach, falsche Taste. Passiert. We can do this, Neko! Again! There! Why don't you back off? Here it comes! Ich wollte gerade sagen, warum ist der Kampf nicht vorbei? Da kommt der Frosch von der Seite rein. Easy. Naja, dann ist ja auch in Ordnung. Dann machen wir ein bisschen weiter. Eben. Dann wir auf. Haben Zeit. Eben. Dann haben wir auch Training. Genau. Ja. Ah, wir haben es so eilig. Keiner hat Zeit, mir den Weg zu weisen. Am besten warte ich, bis ihr am Büro ist. So. Froschi. We can do this, Neko, again! It's all you! There! Here it comes! Neko! Yes! Here it comes! Oh, den habe ich gesehen. People hear the voices, they all hear.
Easy. Ach so, genau. Immer noch nichts. Wir haben Zeit, wie gesagt. Eben. Wie gesagt, wenn ihr unzufrieden seid mit der Rate, müsst ihr den Schwierigkeitsgrad hochdrehen, dann kommen die Sachen eher. Focus. Ich bin eher unzufrieden damit, dass mein Controller die ganze Zeit in alle Richtungen wandert und nicht dahin, wo ich will. Ein Yen, ja. Oh, und Nico und Shiki haben ihr Essen verdaut. Yay. Hat Food verdaut. Ja, habe ich auch gerade gedacht, Food verdaut. Open up your senses. Rot gekleideter Freund, fändest du es in Ordnung, wenn wir dir 200 Yen geben? Leider nicht. Dafür wird die 700 Yen stimmen. Die 1000 Yen. 1000 Yen. Wir haben 200 Yen, dann schon. Ja. Ja. Open up your senses. Wie gut, dass wir keine Zeit Vorgabe haben. Wir können das alles schön in unserem eigenen Tempo machen. Ich weiß nicht, was wir gekriegt haben, aber wir haben was gekriegt. 300 Yen. Uhu. Hallo, Neku, möchtest du bitte? Hat der Frosch gerade auch tatsächlich eine Münze fallen lassen? Danke. Ja. Ich weiß nicht, ob es der Blaue Frosch oder den ersten. Vielleicht kommt noch einer reingeschwummelt. Aber nein. Boah, immer noch verbräut um 10-4 und mal gucken, ob es da welche gibt. Oder hier. Wenn wir hier hingehen, gucken, ob es was Lustiges, Froschiges gibt.
Denn dann kann ich auch direkt hier sagen, hey, Typ! Nächste Versuch. Wir können aus jedem Versuch Probleme machen, ist gar kein Problem. Wir können aus jedem Problem Versuche machen. Auch das. Wir können aus jedem Versuch Versuche machen und aus jedem Problem Probleme. Wir haben genug Probleme für alles. Ja. Nein. Da haben wir doch schon unsere Droprate erhöht. Ja. Sind trotzdem ziemlich geil. Was ich ein bisschen albern finde. Ich meine, klar, es soll dir sagen, hey, ja, du kannst... Die Slammerei-Episode von letzter Woche war echt der Hammer. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Hauptfigur verloren hat. Der Rivale ist viel cooler. Wenn ich mich als einer der Charaktere verkleiden würde, dann würde ich ihn wählen. Alles klar, du cosplayst den Rivalen, finde ich in Ordnung. Ich meine, klar, das sollte jetzt zeigen, oh ja, du kannst die Schwierigkeitsgrad erhöhen, um bessere Items zu kriegen und so, aber zwingt uns doch nicht, das zu tun. Es soll ein Ausprobieren sein, noch mit dem schwachen Gegner. Your good is gone. Yeah. Take off. Again. Here it comes. Hallo! Das dürfte es gewesen sein. Das dürfte es gewesen sein, ja. Ja, aus. Guck erstmal nach, was das für eine Pralinensorte sein soll. Ach, das sind die Himbeerdinger. Meinst du, warum ich die hingehalten habe? Hallo? Wir wünschen diese Mauer, wenn wir 2500 Ziel erfüllt, Mauer geöffnet. Du hast einen zusätzlichen Pinplatz. Mhm. Viererkette. Hier kannst du bis zu 4 Kämpfe als Kette spielen. Gegner werden mit jeder Reduzierung Runde stärker. Aber du kriegst auch wieder Pins. Auf gut Deutsch, wenn du ein neues antippst und der zu dir fliegt, kannst du in der Zeit noch andere neues antippen und somit dann quasi hintereinander Wettkämpfe haben. Aha. Und der hat dir gerade für uns so 2000 Yen Pin einen 5000 Pin gegeben. Finde netter Typ. Gut. Ganz netter Typ. Ich muss sagen, natürlich durchaus ganz gut. Ja. Und wir dürfen unsere 2000 Yen Pins behalten. Ja. Du musst ja eben nur die Mutter bringen. Kann nicht für sich ganz viel Mittagessen kaufen. Ich habe halt überall 2 von übrig. Stimmt.
probieren wir den mal aus. Dann kann ich sehen, wie viele Stufen, drei Stufen kann der kriegen. Kann ich wieder Objekte durch die Gegend werfen? Ja. Lass sie, wenn es dir Spaß macht. So, zum Tova Tower. Menschen, mit denen man einfach so reden kann? Ja. Wie läuft die Arbeit, Makoto? Schlecht. Ich wollte gerade schon so richtig, yeah, weil auch so, ja, da stand er. Schlecht. Der Boss. Wie geht's dir, Makoto? Schlecht! Der Boss sagt, ich soll ein paar neue Pins promoten. Aber wie? Ich habe keine Ahnung von Pins. Das klingt übel. Ja, ich habe schon angefangen zu recherchieren. Das klingt echt übel. Die Leute nutzen Pins zum Beispiel, um Tin-Pin-Slammer zu spielen, richtig? Also wir benutzen die um Feuer und so an. Also überlege ich nächste Woche zur Slam-Party im Molko zu gehen. Mich in den Spielerjargon einhören, weißt du? Aber die Tickets sind schon ausverkauft. Die Tin-Pin-Party, hm? Wenn du ein Ticket hättest, würdest du hingehen? Mhm. Hä? Ist das nicht? Oh mein Gott, wo sind wir da wieder reingeraten? Ah, das reicht! Wenn ich dich nur ansehe, wird mir schlecht. Ich glaube, das war ich. Ja. Aber ich dich noch nicht umgezogen habe. Ja. Was habe ich denn gemacht? Was ist denn in sie gefahren? Er löst sich. Mein Schnürsenkel. Was, dein Bezug zur Realität, der löst sich? Neku, der Knopf an deinen Shorts. Oh ja, ist doch egal. Das ist nicht egal. Ich halte sowas nicht aus. Wen interessiert's? Ist doch nur ein Knopf. Aus. Was denn? Deine Shorts. Zieh sie aus. Ich nehme den Knopf wieder an. Hast du einen Knall? Ich zieh doch nicht vor dir meine Hose aus. Mitten auf der Straße. Komm, wir sind erwachsen. Hast du etwa nichts drunter? Ich bin erwachsen, deshalb darf ich das nicht. Du bist unsichtbar. Niemand sieht dir zu. Du siehst zu! Hose aus! Jetzt! Nein! Bitte sehr, schon erledigt. Puh, mir geht's gleich viel besser. Lose Knöpfe machen mich wahnsinnig. Das ging schnell. Hast du etwa immer Nadel und Faden dabei? Natürlich. Kann man immer brauchen. Außerdem nähe ich eben gern. Also, wenn du noch was geflickt haben willst, sag nur Bescheid. Muss ich dann wieder strippen? Dann passe ich besser auf meine Klamotten auf. Oh, wir haben die Liebesleine. Führe einen Hieb in Währung raus, um eine Kette entlang dieser Linie zu spannen, die Gegner behindert. Ja, haben wir verstanden. Ja. Ja. Ich bin eben Koop-Modus. Ja, und Geheim- und diese Gumpenangriffe füllen wir auch schon mal aus. Endlich. Ah ja. Good day. Willkommen bei den teuren Shops. Was? 100.000, das ist doch in Ordnung. 240.000. 360.000. Eben, wir sind noch nicht im Millionenbereich. Ja, aber du kannst eine Geldbörse für genau 9.999.999 Yen kaufen. Ja, da brauchst du aber bestimmte Items für. Ja. Und zwar 3 Orikalkum und 1 dunkle Materie. Ja klar, ich mache meine Portemonnaies auch immer aus Orikalkum und dunkler Materie. Oh, wir haben ein Questing. Was ist das denn? Also es darf mir nur um Tin-Pin. Tin-Pin-Slammer. Kinder haben mir nichts verloren, junger Mann. Aber ich kann das doch machen. Ja, kannst du auch. Das ist so eine Art Edelboutique, wo du gerade drin bist. Ist mir doch egal. Questobjekt, ja, damit. Hat der gerade unser Questobjekt gekauft? Ja. Kinder haben mir nichts verloren, junger Mann. Much
Hi. Ihr wolltet diese Mauer, bringt mir 500 Yen-Pins. Möchtest du Pins in Massenheim? Massenweise. Ja, vorbekam auch mehrere Neues, um mehr Pins zu kriegen. Ja, ja, ja. Also quasi, jetzt wollen die, dass du mal die Kette ausprobierst. Ja, oh mein Gott. War schon mal dabei. Und Psychokinese ist gemeistert. Dieser Controller regt mich auf. Oh ja, sehr viel Auswahl. Mhm. Das wollte nicht. Nico, du könntest eigentlich noch, also wenn du wolltest, ne? Wir haben 1000er. Der sollte so gut sein wie 2 500er. Genau. Ich finde das sehr niedlich, wie Fuchs immer unter die Pralinenschachtel drunter guckt, was da drin ist. Mhm. Was? Ich kann mich erinnern, so dass du da einen hattest, der dir nicht so sonderlich geschmeckt hat. Ja. Das hätte aber eigentlich eine Zweierkette werden müssen. Meiner Ansicht nach auch. Da hast du zwei direkt ineinander geklickt. Ja, ja, schießt die Haut in den leeren Raum neben den Gegner und sagt, nice! Hat auch Bling Bling gemacht. Ja, 500. Dreierkette. Viererkette sogar. Ich hoffe, das überleben wir. Auf jeden Fall. Du hast dreimal Heilung. We can do this, Neku. Neku. Here it comes. Hallo, Neku. Here it comes. Genau, stell dich einfach da drüben hin und tu nix. Here it comes.
Who's next? Ja, das auf jeden Fall. Watch yourself. Ja, ja. Das ist klar. Manchmal sind wir gut. Ja, okay. Das gab ein bisschen viel Bling. Und der letzte. Einen haben wir noch. Der letzte. Watch yourself. Ja, aber ihr merkt auch durch die Ketten, dass da dann auch häufig sehr gut die Pop-Rat hochgeht. War es 4x 500 und 1000 und noch was? Und, ja. Also Ketten sind sehr, sehr. Ketten sind gut, Ketten sind gut. Ich glaube, ihr habt jetzt die 500er. Ja, komm. Jetzt hat Kai gut gelenkt. Nein, eigentlich wollte Kai wieder raus, aber um ans Handy zu kommen, aber das interessiert das Spiel ja nicht. Your good is gone. Yeah. Again. Yeah. Again. Here it comes. Leistung, keine Pin-Drops. Das ist eine Leistung. Du hast nichts gekriegt. Sehr gut gemacht. Nein, zu den Objekten wollte ich eigentlich nicht, aber bitte. Ja. Ich habe 7500er. Ja. Willst du mal unsere Pins sehen? Ziel erfüllt, morgen öffnen. Feierabend. Nekos Verteidigung. 5000. Ja. Kadoi City. Ja. Sehr schräge Stadt. Ein bisschen. Süße Designs. Hi there. Das sind die etwas günstigeren Läden. Die zwei Pins verkaufen. Macht man jetzt ja mehr Raumflippen. Haben wir da nicht schon eine von? Nein. Nee, also an die Hundefoto könnte ich mich erinnern. Ja, wir haben doch auch noch einen mit Machtmunition, haben wir aber einen. Ja, das ist der mit der blauen Feuerkugel. Ja. Soll ich gerade fragen, wo ist denn meine Hand hin, aber die ist zu gemeistert gewandert. Ja. Ja, unsere beiden besten Freunde sind wieder da. Mhm. Oh hey, da sind Beat and Rhyme. Wo bleibt ihr denn, yo? Das ist ein Wettrennen. Ihr gebt euch ja nicht mal Mühe. Nö, das dürft ihr ganz alleine machen. Seid ihr nicht sauer, dass ihr verloren habt? Wolltet ihr einfach nicht gewinnen? Und ihr? Warum habt ihr auf uns gewartet? Wir wollten gerade... Beat hat gesagt, wir sollten euch aufholen lassen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Yo, Wime, Klappe! Oh, Beat ist eigentlich ein ganz lieber. Psst, Shiki, nicht du auch noch? Ich wollte nur sehen, wie Kopfhörer sich aufregt. Und jetzt schließen wir die Mission ab.
Wir waren zuerst da, also gewinnen wir. Nehmt das Lahmherrsche. Mhm, wir nehmen es. Komm rein, Burn-Up. Warte, Beat. Wenn du noch, du fällst noch hin, wenn du nicht langsamer gehst. Sie hat echt Glück, dass sie ihren besten Freund als Partner hat. Dann hättest du dich wohl besser mit deiner Freundin auf dem Bild zusammengetan. Hätte mir eine Menge Stress erspart. Aber ich konnte nicht. Komm, wir gehen. Sie hatte keinen Handyempfang, deshalb konnte ich sie nicht erreichen. Das muss ja nicht unbedingt heißen, nur weil sie im Spiel ist, dass auch ihre Freundin im Spiel ist. Ach, Quatsch. Wir sind bei Tova Records. Mission erfüllt.